Liebe Freundinnen und Freunde des Schützenfestes, ich stehe hier in der St. Cyriakus-Kirche und wie gerne hätte ich zu den verschiedenen Schützenfesten mit Ihnen und euch als neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Salzbergen und Holstenbexten Schützengottesdienste gefeiert. Leider nicht möglich. Schade. Irgendwie hatte ich mich schon darauf gefreut. Wenn dann auch nicht live, dann aber wenigstens über dieses Medium. Den Segen für euch und für eure Familien, für die Schützenvereine und der Segen dafür, dass wir bald wieder zusammen feiern können. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, auch das gehört dazu zum Schützenfest normalerweise, dass wir am Ehrenmal der Verstorbenen gedenken, der Verstorbenen der Kriege, aber auch der Verstorbenen in den Vereinen, die vor uns gelebt haben, die das Vereinsleben geprägt haben. Das soll auch in diesem besonderen Jahr, dem zweiten besonderen Jahr der Corona-Pandemie, nicht ausfallen. Und so sind wir heute hier, um zurückzudenken, uns zu erinnern. Und wir verbinden das mit einem Blick nach vorne, mit hoffnungsvollen Blicken nach vorne und mit dem frohen Wunsch, dass es bald wieder möglich sein wird, sich zu treffen, Schützenfeste zu feiern, wie wir sie kennen. Denn auch das ist uns wichtig. Im Programmablauf eines Schützenfestes ist nach Gottesdienstbesuch und Totenehrung der Wettbewerb dran, nämlich das Königsschießen. Und natürlich noch sehr viel wichtiger, wenn der König dann erkoren ist, am Abend auch der Königsball. Auch das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Die ersten Schützenfeste sind bereits abgesagt. Deswegen auch von meiner Seite ein großes Bedauern, aber auch ein bisschen Mut machen, denn ich bin davon überzeugt, dass wir spätestens im nächsten Jahr tatsächlich dann auch wieder feiern können, gemeinsam feiern können, wie es in Salzbergen gute Tradition ist. Es geht nicht nur um den Wettbewerb, wer wird König, es geht darum, gesellschaftliche Ereignisse in Salzbergen zu würdigen, zu feiern. Und das tun die Schützenfeste. In jedem Ortsteil fast in Salzbergen gibt es einen Schützenverein. Und das ist die Gelegenheit, einmal im Jahr wirklich in einem Ortsteil zusammenzukommen. Darauf hoffen wir. Ich setze die Mütze mal prophylaktisch auf, dass das auch im nächsten Jahr klappt. Und ich darf die Pasteure zu mir bitten, weil natürlich gehört am Ende auch der gemütliche Teil dazu. Wir machen auch das mal jetzt symbolhaft. Ich darf das mal tauschen. So, und wie man es so macht, wünschen wir gute Gesundheit. Bleiben Sie alle gesund. Herzlichen Dank, halten Sie durch. Und wir sehen uns dann bei den Schützenfesten im nächsten Jahr. Zum Wohle. Zum Wohle.